YouTube, was geht ab? Armin wieder am Start. Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen zu einem neuen Video, Leute. GTA 5 RP. Wir haben echt in der Zeit viel miese gemacht. Viel Autos kaputt gegangen. Da wurde was gemacht. Wir müssen wieder an Geld rankommen. Leute, wenn euch bisher die Formate alle gefallen haben, lasst gerne ein Like. Lasst gerne ein kostenloses Abo da auf Ehrenbruder-Basis. Und kommentiert, Leute, wie wir noch an Geld rankommen. Ich habe für heute keine Geldidee, aber wir haben noch 100.000 übrig. Ja, ich habe jetzt einen Leihwagen gerade hier, Leute. Es ist wirklich Katastrophe. Wir haben in der Zeit so viel gemacht. Auch mit Flash mir und so. Ja, Leute, ich muss wieder an Geld rankommen. Ich kann doch nicht immer der Gute sein. Wir fahren erstmal zum Autohaus, zum Enser Autohaus von Mercedes. Und wir gucken, was da für Autos sind. Bisher geht jetzt kein Lamborghini oder Bugatti, wo wir dann mehrere Millionen ausgeben. Vielleicht kriege ich da was zusammen. Ansonsten gucke ich mich ein bisschen nach Jobs um. Heute legale Edition. Und ich würde mal sagen, wir fahren zum Autohaus heute. Wir sehen uns gleich beim Autohaus. Bis gleich. Wir sind jetzt gleich am Strand angekommen. Ich bin mal gespannt, was für Autos der da hat. Oh, hier laufen noch ein paar Leute rum. Leute. Ey, das sieht schon schön aus hier, ne? Ich sag euch ehrlich. Ey, hoffentlich sind die aber auch nicht zu teuer. So, wir parken einfach mal hier so. Dazwischen, zwischen diesen. Oi. Dingern. Okay, das erzählt niemand, Leute. Psst. Niemand erzählt, was gerade passiert ist. So, wir gehen mal rein. Hallo? Einen wunderschönen guten Morgen, der Herr. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Schönen guten Tag. Und zwar bin ich auf Suche nach einem neuen Auto, was ich mir gerne kaufen würde. Wie alle meine Kunden. Ja, na klar. Ich bin deswegen ist man auch hier. Genau, richtig. Genau. Oh, ich sehe schon. Sie haben so den Vision hier. Aber ich glaube, wir haben auch den Vision. Wissen aber, Sie, wie viel PS der hat? Der hat ziemlich viel. Genau weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich sag Ihnen ehrlich, ich brauche den gerade nicht. Sie verstehen sind also nicht so der Schickimicki-Fan, oder? Nein. Schöne A-Klasse. Genau, die A-Klasse wollte ich Ihnen gerade vorstellen. Auch eine ziemlich begehrte Klasse, die jedermann eigentlich für sich haben möchte. Wollen Sie vielleicht sich reinsetzen? Ich setze mich mal rein. Interieur von innen vielleicht? Ja, ja. Oh, Leute, ich sag euch echt, boah, das ist man wirklich gemütlich. Sieht schon schick aus, Leute. Seid ehrlich, oder? Schön mit oben hier Dachlinksfenster. Das wird schon. Ja, sieht ganz nett aus, aber ich weiß noch nicht ganz genau. Mir fehlt noch ein bisschen dieser sportliche Aspekt. Kommen Sie mal Maybach. Rüber, ja? Hier ist ein Maybach. Denke auch mal, was für Sie, so wie Sie gerade gekleidet sind, was Elegantes vielleicht. Darf ich mich reinsetzen? Aber selbstverständlich. Boah, Leute, guckt euch mal an. Aber dafür brauche ich eigentlich echt einen Chauffeur, ne? Ey, schon lang. Boah, krass. Boah, hinten sogar. Guck mal hier, sogar mit Flasche. Boah. Leute, seht ihr Monitore hinten drin? Ja, ja. Kommen Sie mal rüber. Hm? Vielleicht haben Sie Interesse auf dieses Auto hier. Der SLS. Oh, okay. Okay, Leute, ich habe mich verliebt. Oh, AMG. Was kostet denn der Spaß jetzt hier? Der kostet satte und schreibe 175.000. Nein, wir haben 75.000 zu wenig, Leute. Was machen wir so? Ja, hört sich eigentlich ganz gut an. Ich sag Ihnen aber ehrlich, ich würde das Auto holen, aber ich würde das gerne im Barkauf machen. Das Ding ist, ich muss... Barkauf? Ganz genau. Das ist leider bei uns hier nicht möglich. Man kann kein Bargeld bei Ihnen da lassen. Kein Bargeld. Oh, ja, dann muss ich... dann muss ich aber leider zur Bank gehen und wieder alles einzahlen lassen. Das dauert bestimmt so eine halbe Stunde, bis Stunde. So ist das bei uns. Anders kann ich leider hier nicht mit Ihnen verkehren. Verstehen Sie das? Können Sie mir den aber vielleicht reservieren für den Tag? Wir haben sehr, sehr viele Kunden und genau dieses Auto haben sich natürlich sehr viele Kunden angeguckt. Aber ich kann ein Auge zudrücken, weil Sie so sympathisch rüberkommen. Oh, das wäre nett. Okay, dann würde ich sagen, ich komme später zu Ihnen und hol mir den Auto ab mit dem Geld. Ja, wollen Sie vielleicht das letzte Auto auch nochmal angucken? Als GTA. Da bin ich nicht so der Fan. Ein saftiger GTA, sind Sie kein Fan von? Nee, auch der lag so dieses. Nee, das ist gar nicht meins. Na, hören Sie mal, das ist mein Lieblingsauto. So können Sie doch nicht reden. Ja, also um Gottes Willen, es halt passt nicht zu mir, es passt zu ihm perfekt. Sie sind dafür perfekt gemacht. Ja, das passt gut zu meiner Bräune, oder? Ja, ganz genau. Das sieht wirklich 1A aus. Dank ja gut, schön. Dann würde ich mal sagen, ich komme später vorbei. Und ja, dann sehen wir uns. Ich sind für Sie, ja? Ja, danke. Oh, Leute, guckt euch mal die Autos an. Ciao. Ey, Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare rein, welches Auto würdet ihr holen? Da wäre ich mal gespannt, was steht. Oder mögt ihr Mercedes oder würdet ihr auch immer BMW, Audi, Lamborghini, Bugatti? Ja gut, das ist, was ich mir leisten kann. Aber haut das gerne mal in die Kommentare rein. Wie machen wir jetzt schnell Geld, Leute? Ich habe 75.000 zu wenig. Max hat mir mal von der Idee erzählt, der war mal Kopfgeldjagen von Verbrechern. Wisst ihr was? Wir fahren jetzt mal zur Polizei hin und fragen einfach mal nach, hey, habt ihr vielleicht irgendwie Kopfgeld, kann ich mir besorgen? Leute, weil wenn ich eins kann, dann ist es Leute hops nehmen und Autos klauen. Aber wir bleiben heute legal, ne? Wie versprochen, Leute. Ich würde sagen, wir fahren zu den Cops und checken mal ab, was sie für Angebote haben. Okay, wir sind gleich angekommen, Leute. Bin mal echt gespannt, ob die vielleicht einen Job für mich haben. Ich weiß halt nicht, wie polizeibekannt ich bin durch diese ganzen Autodiebe und ich bin echt schon oft vor der Polizei abgehauen. Einmal war ich ja sogar im Knast, Leute. Das habt ihr hoffentlich dann gesehen, wie ich auch ausgebrochen bin, aber ich denke mal, das sollte schon funktionieren. Es wird alles wahrscheinlich verjährt. Ach so, wir parken mal hier ganz nett. Was ist das denn für einer? Oh, Naked Eye hier einfach in der Stadt rumlaufen. Ich will ja gerade Anschluss von der Polizei auf die Uhr gucken. Da gehen wir mal vorbei. Ah, Leute, ganz komischer Typ. Oh, warte mal.
Ist das einer von Tuans Leuten? Shit, der darf mich gar nicht erkennen. Nicht, dass man denkt, ich arbeite mit der Polizei zusammen oder ich arbeite als Polizist. Egal. Also wir müssen. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, und zwar. Was kann ich für Sie tun? Ich bin hier auf der Frage, ob irgendwelche Steckbriefe unterwegs sind von irgendwelchen Verbrechen, die man einfangen kann. Steckbriefe? Genau. Steckbriefe, warten Sie mal ganz kurz. Ich gucke mir mal die ganzen Unterlagen an. Ich möchte dem Staat Los Santos dienen. Moment mal. Kommen Sie mal zu mir. Ja, na klar. Sie kommen mir ziemlich bekannt vor. Ja, das kriege ich ziemlich oft gehört. Weil seitdem ich im Bart wachse, verwechseln mich Leute mit irgendeinem Typen, mit so einem YouTuber, keine Ahnung. Alles klar. Gucken wir uns mal die Unterlagen genauer an. Kopfgelder, Kopfgelder. Das war knapp. Da sind die Kopfgelder. Ja. Wir haben hier Frederik, Jamal, Johnson, Johnny. Und was genau suchen Sie denn? Ja, am besten. Mit hohem Kopfgeld oder ja, was? Ja, hohem Kopfgeld. Ich sag Ihnen ehrlich, ich will dem Staat Los Santos helfen. Oh, der Jamal hat hier ein riesen Kopfgeld. Oh. Aber jemand wie Sie wird doch niemals im Leben schaffen, diesen Kriminellen aufzufallen und aufzuhalten. Sagen Sie das nicht zu laut. Lassen Sie mich auch probieren. Auf eigene Verantwortung. Für Jamal gibt es nämlich 200.000. 200.000? Leute, muss ich annehmen. Ja. Verstehen Sie das? Ja, kein Problem. Ich bin da Top-Typ für. Glauben Sie mir. Aber bleiben Sie mal stehen. Ja. Jemand wie Sie hat gar keine Chance. Der hat schon 200, 300 Mann umgelegt. So viele Polizisten. Er hat mehrere Raubüberfälle durchgezogen. Viele Autos gestohlen. Also da kommen Sie auf jeden Fall. Dann lassen Sie uns die Polizisten die Arbeit erledigen. Nein. Kopfgeld ist draußen. Das heißt, ich darf den auch festnehmen lassen. Ja, ich bringe ihn zu Ihnen. Sie sind lebensmüde. Wollen wir eine kleine Wette machen? Dass ich ihn bis heute Abend um 20.000 wetten wir. Um 20.000? Kollege, ich bin Polizist. Wo soll ich an so viel Geld rankommen? Ja, Sie sind doch sicher, dass ich es nicht schaffe. Also ist ja geschenktes Geld für Sie. Ja, das ist natürlich. Ich weiß ja nicht, ob Sie vielleicht Kollegen haben. Also Sie als einzelner Bursche werden das ganz bestimmt schaffen. Ich gehe als einzelner Bursche hin und mache das komplett alleine. Ich brauche keine Kollegen. Alleine? Ganz allein? Nee, ganz alleine. Okay, wissen Sie was? Ja. Ich nehme die Herausforderung an. Alles klar. Kein Problem. Dann brauche ich nur den Steckbrief und haben Sie noch irgendwelche Extra-Infos? Ach so, Sie wollen jetzt auch noch Extra-Infos, damit ich hier die 20.000 hier noch schwerer mache, oder was? Sie glauben doch, dass ich überhaupt nicht schaffe. Was macht diese eine Extra-Info mehr, hä? Ja gut, gucken Sie mal genau. Sehen Sie das? Ja. Ja, und zwar ein Riesentipp für Sie. Der wurde als letztes bei der Grove Street gesichtet. Sogar heute Morgen von meinem Kollegen, aber er musste sofort abdüsen. Grove Street, genau. Alles klar, gut. Passen Sie gut auf sich auf. Dann würde ich mal sagen, der ist so gut wie hier. Wir sehen uns gleich wieder. Ach, gleich. Sie überschätzen sich total. Ja, Sie Wappen. So, Leute, jetzt brauche ich erstmal ein paar Waffen. Vielleicht eins von den Polizeiautos knacken und die ganze Waffe rausholen. Okay, wo geht der Typ hin? Egal, wir gehen zu den Polizeiautos, Leute. Und dann werde ich vielleicht eins knacken. Scheiße, ich habe gar keine Schlüssel und so. Ah, das ist gar nicht gut. Der Herr, Entschuldigung. Chris. Schauen Sie mal. Ich habe einen geheimen Tipp für Sie. Und zwar handelt es sich um diesen chinesischen Mafia-Boss Tuan. Kommen Sie mit. Wollen Sie mich holen? Stehen Sie mich. Nein. Hände hoch. Nein, ich weiß, wo er sich gerade befindet. Jetzt verstehen Sie mich falsch. Kommen Sie mit. Und zwar passen Sie auf. Wollen Sie in die Garage? Ich will gar nicht. Oh, das ist eine Garage. Entschuldigung. Kommen Sie mit. Das wusste ich nicht. Entschuldigung. Dann kommen Sie in die Ecke. Ich darf das nicht zu laut sein. Ich habe jetzt Feuerabend. Ich habe meinen Rucksack geparkt. Ich wollte nach Hause gehen. Na klar. Oh, lassen Sie mich nach Hause gehen. Ich habe keine Zeit. 100% Speedschlag. Okay. Leute, schnell. Oh, das ist der Schlüssel. Oh, das ist ein Generalschlüssel. So, wartet mal. Oh, die ist eine Tasche. Warte, ich hol die Tasche raus. Oh, Leute, guckt euch mal die an. Ich bin wieder voll ausgerüstet. Haben Polizisten immer so viel? Oh, das sind Polizisten. Ja, schön. Ja, alles gut. Entschuldigung. Warte, hat vielleicht was gesehen. Ausgenockt. Leute, ich hab das drauf. Und dann die haben mich gesehen. Egal, die Zivilisten hauen ab. Oh, Tuans Mann hat das gesehen. Sehr gut, dann Tuan denkt, ich hab die Polizisten ausgenockt. Das ist schon mal gut. Okay, Leute, wir müssen zur Grove Street. Wie machen wir das am besten? Stimmt. Wir nutzen einfach aus und sagen, dass wir von Tuan geschickt worden sind und wir suchen nach Jamal. Und wir sagen ihm, dass wir den aus dem Land bringen, weil die Polizei nach ihm sucht. Oh, Leute, das ist eine schlaue Idee. Dann entweder kann ich ihn entführen. Ich hoffe, das wird da unten nicht eskalieren. Ich hoffe wirklich, das wird nicht eskalieren. Da sind echt viele Leute, ich will, dass es nicht eskaliert. Aber ich denke mal, wir sollten das hinkriegen, Leute. Ihr wisst doch, auf Amiens Verlass. Wenn ich einen Job annehme, dann zieh ich den Job auch durch. Oh, Leute, hier ist auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich. Leute, wenn ihr in GTA unterwegs sein solltet, solltet ihr diese Gegend am besten meiden. Das ist ziemlich gefährlich hier. Wir sind jetzt am Kreisel angekommen. Ich werde jetzt einfach mal hier parken. Hoffentlich rasten die nicht alle direkt aus. Hallo! Ich suche nach einem Jamal. Die ignorieren mich einfach alle. Oh, da hinten kommt einer. Hallo, Jung. Kennt ihr zufällig einen Jamal? Who the fuck is this man? Ah, hallo. What? Also, passen Sie auf. Ich wurde von Tuan geschickt, dem chinesischen Mafia-Boss. Piep. Du weißt schon, dass du gesucht bist, oder? Tuan will dir anbieten, dass er dich aus dem Land bringt. Auf deinen Kopf sind 200.000 ausgesetzt. Ich hab keine Angst. Ja, weißt du denn? Also, du bist auf jeden Fall dieser Jamal, oder? Get in charge again. Leute, das muss der Jamal sein. Yo. Okay, Leute, wenn es anders nicht geht, Leute, dann muss ich jetzt aggressiv. Jamal, komm jetzt mit. Wir müssen was klären, Digga. Okay, du glaubst mir nicht.
Alles klar, kein, ey, mal um den, kein Problem, nein, alles gut, ich bin schon weg. Alles gut. Jamal, du kommst mit! Oh mein Gott! Boah, die schießen alle! Ich muss in Deckung gehen, Leute! Oh, oh. Da kommt der! Kommt her! Erstmal Headshot drücken hier! Oh mein Gott, wie viele sind das? Oh mein Gott, oh, wie viele sind das? Oh mein Gott, ein Hund! Mit der Sniper weggelegt. Und Leute, wir wechseln zur nächsten Waffe. Okay, oh mein Gott! Leute, wie viele sind das? Ey, kein Wunder, dass der Kopf. Ey, stehen bleiben, Jamal! Stehen bleiben! Schön auf dem Boden, sonst wirst du auch abgeknallt, Jamal! Oh, der Hund! Oh mein Gott, und schöne Rolle gemacht! Oh mein Gott, Leute, ey, wie viele sind das noch? Jamal, wo bist du? Geh dich ruhig sehen! So, stehen bleiben, Jamal. Pass auf, wir gehen jetzt zu meinem Auto rein, einsteigen wieder oder ich knall dich ab, haben wir uns verstanden. So, geh vor, geh vor, geh vor. Komm mit, Jamal. Hinter mir oder ich knall dich ab. So. Oh mein Gott, Leute, Leute. So, Jamal, rein oder ich knall dich ab. Geh nicht rein, so lange, meine Leute. So, willst du immer noch nicht reingehen, oder? Komm rein jetzt ins Auto oder ich knall dich ab. So, bam, ins Bein geschossen. So. Lass so, Jamal, hä? Hättest du mal lieber auf mich gehört? Was denkst du, wem du dich hier anlegst? Ich sehe, wer bist du? Ja, Jamal, auf deinen Kopf ist viel Geld ausgesetzt. Und das Geld werde ich mir jetzt schnappen. Weil du so frech warst und mein Angebot abgelehnt hast, dass ich dich in Frieden hole, muss ich deine ganze Gänge erst auslöschen. Bist du wahnsinnig? Was willst du? Geld oder was, ey? Ja, ich will 200.000. Man, what do you want, ne? Ja, Geld, Geld! Ich will Geld haben, man. Was soll ich sonst sagen? Man, how much? 200, Digga. Auf deinem Kopf sind 200.000 ausgesetzt, Jamal. Hast du ein besseres Angebot? Ich will 200.000, wenn du mich jetzt gehen lässt, Alter. Ohne Stress. 200.000. Ja. Pack das Geld. Hast du das Geld dabei? Ja. Alles klar, alles klar. So, Jamal. Hier drin ist ein Bankautomat. Dann holst du mir das Geld jetzt hier raus. Haben wir uns verstanden? Yeah, man. Yeah, oh. No problem. Keine. Oh, hier rein. Yeah. Ich warte auf dich. Yes, wait, bro. Ja. So, Leute, jetzt müssen wir kurz warten. Wohin geht denn der? Ah, warte. Was ist denn los, Jamal, jetzt hier? Ah, problem. Wie problem? Was für Problems? Problem. Du hast gar nicht ein Problem, wenn du nicht hinne machst. Relax, man. Relax, Mann, was ist denn los mit dem? Oh, scheiße. Ey, ich bleib stehen, Jamal. Digga, den werde ich mir jetzt sowas von schnappen. Ey, Jamal. Dein Fluchtwagen. Jamal, bleib stehen. Nein, Leute, der will entkommen. Oh mein Gott, wo fährt denn der lang? Oh, Jamal, stehen bleiben. Oh, was ist das denn? Stehen bleiben, Jamal. Ich will dich nicht abknallen. You don't get me, man. Ja, du glaubst, werde ich dich kriegen, Leute? Werde ich mir sowas von schnappen, Leute. Ich muss ihm irgendwie in Platten schießen, Leute. Anders geht's nicht. Oh mein Gott, wie schnell ist dein Wagen? Oh, ich hab den, glaube ich, einen Platten geschossen. Ja, der hat einen dicken Unfall gebaut. Nein. Oh, scheiße, der hat einen gepanzerten. Ey, sind das seine Leute? Jamal, stehen bleiben. Es gibt keine Chance für dich zu entkommen. Okay, Leute, er will's so haben. Jetzt volle Bucht. Bam! Warte, krieg ich denn? Das ist wahrscheinlich sein Fluchtauto, wenn die Polizei kommen sollte. Es geht nicht, Leute. Ich muss ihn einmal dick rammen, dass er da sich verletzt und nicht mehr weiterfahren kann. Und dann wird er direkt in den Knast reingebracht. Ich habe ihm eine Chance gegeben, Leute. Ich will ihn ja gar nicht zu den Polizisten bringen. Aber er hat mir jetzt keine Chance gelassen. Nein, ich werde ihn kriegen. Auf jeden Fall. Jamal, bleib stehen! Er glaubt, er kann da abhauen. Nein. Seine Leute sind da. Bam! Nein. Ah, verdammt. Ich muss mir hinterherkommen, Leute. Okay, mir reicht das, Digga. Jetzt packe ich meine Reinfeuerpistole aus. Stehen bleiben! Boah, seine Reifen sind gut durch. Oh, da wird ein dicker Unfall bauen. Au. Oh, schaffe ich das noch rüber? Ja, sein Auto fährt nicht mehr. So, Jamal. Stehen bleiben. Und bam! So. So, Jamal. Du denkst, du schießt mal in deinen kleinen Zeh rein. So, einsteigen jetzt hier. Einsteigen. Noch ein Fluchtversuch und ich werde dich abknallen. Haben wir uns verstanden, mein Freund? Jamal, jetzt steig ein. Ist mir scheißegal, was du jetzt ist. Du hast eine letzte Chance, noch frei zu bleiben, hast jetzt versaut. Weißt du, was ich dazu noch mache? 300.000? Hier ist erstmal dein Fluchtauto. Und tschüss. So, jetzt fahren wir ab zur Polizei. Ich muss nur sagen, für dich heißt es Knastzeit. Ja, da kannst du so viel heulen, wie du willst. Ich will nicht reingehen. Ja, das sehen wir dann auch, Leute. Ich würde sagen, wir fahren jetzt direkt zur Polizei, gehen ihn ab und holen unser Geld plus die Wette ab. Das war ja echt einfach. Halt, oh, dann Leute. Lass meinen Bruder mal in Ruhe. So. Oh, scheiße. So. Siehst du, was passiert, wenn ihr euch mit mir anlegt?
Ich werde deine ganze Gang auslöschen, wenn du nochmal was versuchst. Digga, also wirklich, jetzt reicht es mir, jetzt knock ich den Typen aus. So. Komm her! Komm her! Komm her! Stehen bleiben! Okay, das reicht mir, wenn sein Bein schießt. Stehen bleiben! Aber ich werde ihn jetzt tasern, Leute, ich werde ihn tasern und danach bringe ich ihn zur Polizei, mir reicht's. Du glaubst, du kannst von mir laufen? It's my street, man, So, stehen bleiben! Oh, Explosion! So, ich habe dich getasert! So. Alles klar. Okay, mir reicht es jetzt. So, shoot nehmen. So, einsteigen und du bist tot. Einsteigen und du bist tot. Mir reicht's. Mir reicht's. Guck, das passiert mit deinen Jungs. So, ich springe jetzt. Leute, ich springe jetzt ab zur Polizei. Wir sehen uns gleich bei der Polizei. So, und jedes Mal, wenn ich jetzt bewege, gibt's einen Elektroschock. Haben wir uns verstanden? So, ab zur Polizei. Hoch. Geh. Schneller, lauf. Lauf oder ich taser deinen Kopf. Lauf, hab ich gesagt. Rein da. Rein da. So, stehen bleiben. Jamal und was? Du hast ihn wirklich gefangen? Was habe ich denn gesagt? Was? Ich bin der beste Kopf. Geschafft? Hier ganz einfach. Ab dahin, abgecheckt, wer das ist, und hab den überzeugt einzusteigen. Wie lautet dein Name? Mein Name ist erstmal unbekannt. Ja? Komm her, du musst dir sofort die unterschreiben, Freundchen. Du hast hier Jamal gebracht. Jamal schläft ein bisschen. Den suchen wir schon seit Monaten. Ja, ist doch kein Problem. Einmal bitte auf die andere Seite, Kollege. Ja, ich darf doch hier unterschreiben, alles klar. Einen Moment, wie man das anders? Jamal, bist du ready für mich? Ja, so, dann einmal. Jamal, sie bewegen sich nicht, sie sind umzingelt. So, soll ich hin? Was ist jetzt mit meinem Geld? Ja, das Geld bekommen sie gleich. Alles klar. Aber erstmal muss ich mich um Jamal kümmern. Kann das überwiesen werden? Das Geld wird ihnen überwiesen. Alles klar. Die 20.000 ziehen wir natürlich von den 200.000 ab. So, da bekommen sie halt 180.000. Hä? Ich habe die Wette gewonnen. Ja, sie haben die Wette gewonnen, aber hey, sie kriegen doch schon 200.000. Ja, und wir haben persönlich noch... Ist das gerade ernst? Ja, da ziehe ich die 20.000 ab. Wie ist Ihre PD-Nummer? Kommen Sie mal runter. Wie ist Ihre PD-Nummer? Das geht Sie im feuchten Dreck an. Erstmal muss ich mich um Jamal kümmern. Leute. Jamal, kommen Sie mal runter hier. Der Polizist muss noch merken. Leute, wir fahren jetzt schnell noch zum Auto aus, holen unseren SLS ab. So, Leute, wir sind angekommen. Ey, guckt euch mal mein Auto an. Okay, ich packe das hier draußen nicht, dass er denkt, was ich gemacht hätte oder so. Dann würde ich mal sagen, holen wir das Auto ab. Geld ist übrigens auch angekommen, Leute. 208.000. Aber dafür werde ich mich auch revanchieren. Der Polizei helfe ich nicht einfach mal so schnell wieder. Herr Makler! Da sind Sie ja, Herr Amir. Wie ich gerade sehe, sind die 200.000 wirklich bei uns hier eingegangen. Ja. Gratulation. Dankeschön. Der neue SLS gehört Ihnen. Let's go. Ja, können Sie mir den Schlüssel geben, bitte? Gefeiert werden. Ja, einen Moment. Ich hole mal kurz den Schlüssel nett. Vor Freude hier. Oh, vor Leute, Freude, das Auto ist mir. Oh, danke schön, danke schön. Der Schlüssel ist auch noch dabei. Danke. Können Legen Sie mir die Blumen gerade bitte in den Kofferraum, ja? Beehren Sie uns bald wieder. Vielleicht haben Sie das nächste Mal noch mehr Geld und holen sich vielleicht noch ein krasseres Auto. Ich wünsche Ihnen was, ne? Machen Sie es gut. Passen Sie gut auf sich auf. Ich versuch's. Ciao. Oh mein Gott, Leute, wir haben den neuen, wir haben den SLS einfach am Start. Bitte mal zu, hört mal zu. Oh, Leute. Okay, Leute. Wollen wir den Geld behalten? Ich würde mal sagen, das war's gewesen mit dem Video, Leute. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo auf kostenloser Ehrenbruder-Basis wäre nett. Und checkt die Jungs unten in der Videobeschreibung ab. Ganz wichtig. Leute, schreibt in die Kommentare rein, was für eine Farbe soll unser Mercedes annehmen. Ich würde sagen, die Farbe mit den meisten Kommentaren, die werde ich dann übernehmen. Leute, ich würde sagen, das war's gewesen. Haut da rein. Ciao.